Guten Tag und willkommen zurück hier bei Hyrule Warriors Zeit der Verheerung. Ich habe am Anfang ein bisschen gefailt, deswegen ist hier jetzt der Elektro-Pyromagos, war es glaube ich, ist schon besiegt, aber gut, das ist jetzt auch nicht wirklich spannend gewesen. Das war halt ein Elektro-Pyromagos. Keine große Sache. Und was auch noch. Naja. Nicht ganz so schlau war. War, dass ich das Spiel ausgemacht habe. Ja. Ihr erinnert euch, in der letzten Folge war ich ja mitten in der Mission. Also hier an der Stelle, gerade wo wir angefangen haben. Und bis dahin musste ich jetzt neu spielen. Das heißt, es kann sein, dass irgendwas anders ist. Meine Herzen, meine Spezialleisten oder irgendwas, keine Ahnung. Also, wenn euch da irgendwas aufgefallen ist, das liegt daran, dass ich die Mission nochmal neu spielen musste. Aber wir sind ja sowieso verreckt, also hätte das sowieso hinterher alles nicht mehr übereingestimmt mit den Herzen und so weiter. Wäre dann sowieso zurückgesetzt worden. Also, was soll's? So, ja, am Anfang der Aufnahme gab's irgendeinen komischen Fehler. Das war ziemlich verkackt mit dem Bild und irgendwie hat sich der Ton auch komisch angehört. Da dachte ich erst, oh, kann es vielleicht sein, dass meine Capture Card kaputt ist. Aber nö, alles wäre gut. Das war anscheinend nur irgendein Spack. Und ich hoffe, es bleibt auch dabei. Ich habe keinen Bock, mir eine neue Capture Card zu holen. Gut. Oh, der ist noch nicht down. Ja gut. Hätte man sich aber auch denken können. Ich meine, das ist ein schwarzer Hinox. Kindergarten ist vorbei mittlerweile. Wir kriegen nur noch die krassen Gegner. Aber jetzt ist er down. Okay. Eine Spezialattacke regelt das Ganze hier. Und was ist das? Ein Elektro-Hinox? Ein Blitz-Hinox. Klar. Okay. Benutzen wir wieder Stasis. Aber ich glaube, das reicht nicht, oder? Doch, ganz knapp. Es reicht ganz knapp. Und ich denke, dann werde ich wieder die Spezialattacke benutzen. Oh, ja, ja, doch, 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 doch. Geht schon so. Okay, dann brauche ich die Spezialattacke gar nicht. Und kann einfach so wegmachen. Oh, Moment. Okay. Nein, Link. Okay, wunderbar. Ja, schönes Ding. Also, es klappt zumindest wieder echt gut. Was ich nicht gedacht hätte. Weil ich habe jetzt schon einige Zeit nicht mehr gespielt. Au. Der scheiß Wächter, ey. Mach den scheiß Blitz hier noch schnell weg und dann kümmern wir uns um den Wächter. Komm, wir sehen ihn an. Das sind zwei Wächter. Zornwächter, okay. Drei Wächter. Scheiße. Okay, schönes Ding, Link. Und wir können beiden einen Schmetterangriff reindrücken. Ich weiß nicht, ob den auch jetzt beide wirklich abbekommen haben oder ob der jetzt nur auf einen ging. Ja, doch, scheinen beide davon betroffen gewesen zu sein. Wo krabbeln die Drecksäcke hin? Hallo. Mach nochmal Spezialattacke.
Leider können wir jetzt hier nicht beide damit treffen. Ah, Bullshit. Aber einer ist zumindest schon mal down. Einer von dreien. Okay, einfach nur kurz abgewehrt. Für mehr hat es leider gerade nicht gereicht. Können wir nicht? Ja, schön. Oh nee. Da stehen irgendwelche Viecher am Rand und gehen mir auf den Sack. Aber ist ganz okay. Die kriegen das hin. Ja, wunderschön. Ich muss den mal kurz wegmachen. Der geht übelst auf Eier. Jawoll, schönes Ding, Link. Und jetzt Schmetterangriff. Dann können wir seinen starken Angriff nämlich auch ausweichen. Haben den zweiten Wächter down. Ja. Hilft Eis gegen den? Ja. Komm, nochmal eine Wirbelattacke und dann ist vorbei. Oder? Nein, tatsächlich noch nicht. Das sind... Was? Was? Da ist noch ein Wächter. Hier sind drei Wächter. Auf einem Haufen. Was zum Teufel? Ah, Bullshit. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Ich musste sowieso nur hier hin. Die kann... Ja, 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 baller die weg. Robelo, jetzt mach! Ich dachte schon, ich müsste die ganzen Wächter besiegen, weil das wäre dann nochmal ein richtig krasses Finale gewesen. Aber zum Glück bin ich hier reingeflüchtet. Also sonst wäre ich da nochmal abgekratzt, aber es sieht fast so aus, als würde ich so oder so ein Game Over kassieren. Was ist hier? Kann ich doch gar nicht lang. Ach, Moment. Ich soll nach unten. Okay. Ja, toll. Die liegen jetzt hier rum. Machen wir den ersten Wächter direkt mal weg. Ja. Schön. Zwei Wächter. Die haben zwei getroffen. Aber ich glaube, wir dürfen auch nicht getroffen werden. Weil 1,5 Herzen, ja, das ist nicht gerade viel, ne? Ja, komm. Ja, benutzen wir nochmal Stasis und ist, glaube ich, vorbei. Ja, schönes Ding. Hä? Ich kann mich nicht... Kann ich mal angreifen? Ach, ist generell vorbei. Haben wir es geschafft? Du bist es. Welcher Dank gebührt. Ohne deine Heilkunst werden die Soldaten verloren. Ja. Mifa hat hier echt richtig krasse Arbeit geleistet. Und ich glaube, sie ist sogar mit am wichtigsten. Hier in der Gruppe. Warte mal, ich Attackenhagel. Ja, okay. Brauchen wir jetzt nicht unbedingt, aber... Erhöhter Verkaufswert. Da ist ein Doppelplus bei, okay.
Dann bin ich mal gespannt, wie viel Kohle wir dafür bekommen. Und ja, wir haben einigen Stuff bekommen. Hinterher mal schauen, was wir damit so machen können. Aber jetzt wäre es erstmal schön, wenn wir wieder auf die World Map kommen könnten. Dankeschön. Alles klar. Okay. Ja, das ist ja ein bisschen was wieder, was dazugekommen ist. Oh Mann. Kalte Wüstennächte. Der Händler vom Totenkopfteich steht nun auf dem Wüstenbazar. Doch die nächtliche Kälte hält die Kunden ab. Das Geschäft geht nicht gut. Bring ihm Monsterteile und kauf etwas. Ja. Alle Achtung! Ich nehme dann die Moblin-Maske. Ja. Die lange Schnauze und das Horn sind dem Händler vom Totenkopfteich gut gelungen. Trägst diese Maske, wirst vielleicht leider für einen Moblin gehalten, okay? Na gut. Boah, sorry, Leute. Ich, weiß nicht, was zum Teufel heute wieder los ist. Hä, was? Warum? Warum sind da Fragezeichen bei? Also, wir kriegen auf Riju 2 Herzen. Und dann noch eine Überraschungsbelohnung? Oder wie? Na gut, aber 5000 Rubine haben wir sowieso nicht. Wir können hier das hier aber abschließen. Eine Fee. Wir haben 30 Stück. Oh Mann. Einmalige Wiederbelebung nach Verlust aller Herzen. Okay, das ist krass. Rezept Fleischpastete. Prima, gut gemacht. Schaden plus 10%. Okay. Machen wir noch das. Ich werde mir mehr Mühe geben. Mifa kriegt 2 Herzen. Höchststufe von Waffen erhöhen. Plus 1-mal. Was? Moment mal, was? Okay, das, ich bräuchte vielleicht... Die besten Schmiede aus ganz Hyrule haben sich vereinigt. In der Heiliger Schmiedegilde kannst du nun die Höchststufe deiner Waffen weiter heraufsetzen lassen. Bitte? Okay, wir schauen uns das gleich mal an. Nur, 5% Rabatt auf Heiliger Schmiedegilde. Das ist nice. Wir machen jetzt einfach erstmal alles hier, was wir abschließen können. Und dann schauen wir uns das gleich nochmal an, was damit jetzt genau gemeint ist. Überlass mir den nächsten Kampf. Jetzt hat er 3 Spezialangriffsleisten, okay. Kriegen richtig fett Belohnung und Abschlussquote 62% ist immer noch nicht erreicht. Puh. Okay. Oh, wir haben 8 Leunenurkunden. Ja. Kriegen da jetzt nochmal was zu. Was ist das? Urbosa, ja gut. Link plus 2 Herzen. Das ist ja eigentlich das, was wir sehen wollen, ne? Wenn Link Upgrades bekommt. Genau da haben wir Bock drauf. Ja gut, der Zweihänder, der juckt mich jetzt nicht so. Aber gut, dann haben wir das auch. Da oben gibt es noch 2, vielleicht 3 Dinger. Was ist das hier? Ja, kann ich nicht. Dafür muss ich noch mehr Krog suchen. Das Beste kommt erst noch. Aber das werde ich off-cam machen, weil man da einfach nur über die Map laufen muss. Ich muss noch stärker werden. Und dann einfach die Crocs einsammeln muss.
Gut. Jetzt gehen wir mal in die Schmiedegilde. Höchststufe erhöhen. Wenn du das volle Potenzial deiner Waffen ausreizen willst. Warum geht das bei den anderen nicht? Ach so. Ach, ist die Höchststufe bisher 20 gewesen? Okay. Okay. Und jetzt können wir es auf 125. Auf 25 erhöhen. Nutzen wir mal hier 15 von. Und hier ebenfalls 15. So. Da benutzen wir 35 einfach mal. Und hier 15. Ganz genau, schön. Und dann Lederbeißer? Nee, Moment. Ach, hier. Ah, bin dumm. Alles verwenden. So. Jetzt verstärken. Ja, bitte. So. Jetzt hast du erstmal eine ordentliche Waffe. Ja, in der Tat. Kann auch mal schauen, was wir da so rausholen können. Haben wir irgendwie. Haben wir nicht auf dem Stock? EP beim Kombinieren, genau. Auf dem Stock, ey. EP am. Okay, warum. Ach so. Warum kriegt das so einen Boost? Hä? Naja. Schaden durch Attackenhagel. Ja, brauchen wir nicht. Brauchen wir auch nicht. So. Moment mal. Hä? Ach so, weil das beides EP-Boni sind. Ja, es sind beides EP-Boni. Deswegen bekommen wir da so einen Bonus. Okay, ja gut, dann mache ich das. Und fasse die hier einfach mal zusammen. Nee, das mit den Monsterteilen behalte ich auf jeden Fall erstmal. Obwohl, ich weiß nicht, ob ich das. Ja, ich glaube, ich lasse das Großschwert erstmal da und möchte das dann hinterher für irgendeine Zweitwaffe benutzen. Keine Ahnung. Weiß noch nicht, was oder wie oder wo. Aber ich glaube, das ist genau das, was ich machen will. Okay, es reicht noch nicht. Das hat auch ein Monsterteil. Ja gut, brauchen wir nicht, ne? Brauchen wir nicht. Ein Zweig. Oh Mann, ey. Ja. Ja, cool. Also ich glaube, das Großschwert lässt sich echt noch zu einer geilen Waffe machen. Vor allem, weil es halt schon Stärke 46 auf Stufe 1 hat. Gut. Dann schauen wir mal. Gibt es hier noch Nebenquests? Ja, wir haben hier noch das Feuer-Spezialtraining schwer. Haben wir irgendwie. Ich baller uns das mal rein. Ich glaube, das ist echt gut gegen die Feuerbestien. Ich weiß nicht, ob wir jetzt noch irgendwie ein Rezept hatten, was sagt, ja, du kriegst weniger Feuerdamage. Es gibt ja auf jeden Fall Schwerter oder Waffen generell, die solche Effekte haben. Nur ich weiß jetzt nicht, ob das auch. Ob es auch Gerichte gibt, die diesen Bonus geben. Ich hatte jetzt einfach keinen Bock, durch die ganzen Gerichte zu schauen, deswegen
habe ich jetzt einfach die beiden genommen. Los geht's. Sie gehen Magma Rock. Haben wir irgendwie... Ja, wir haben tatsächlich Eis. Schwerte, einen Eisstab. Aber den möchte ich jetzt noch nicht benutzen. Ich möchte den erst bei dem... Scheiße. Ich möchte den erst beim Leunen benutzen. Ich denke mal, es wird einen Leunen geben. Ich meine, es hat ja bisher immer einen Leunen gegeben. Also warum nicht auch dieses Mal? Ich hätte jetzt gerne, dass er nochmal diesen... Ach komm. Böllern war sein Arm weg. Und müsste er umfallen, oder? Ja. Ja, komm. Schön. Ich dachte schon, das wird zu knapp. Aber nö, wir haben es doch hinbekommen. Ihm alle Balken abzuziehen. Und ich möchte aus dem Grund nicht auf ihn aufsteigen. Weil wir einen Damage bekommen. Und irgendwie habe ich so das Gefühl, dass das Masterschwert bei vollen Herzen einfach nochmal ein bisschen stärker ist. Ja, die Zeit ist zur Hälfte abgelaufen. Das ist schade, aber... Ach, scheiße. Komm, ey. Ah, so ein Bullshit. Okay. Ballern wir ihm da Bomben auf seinen Stein. Ja, es war okay, aber... Ah, ich werde die ganze Zeit geohnt. Ja, ja, gut. Er ist aber down. Ich weiß nicht, ob ich mir da wieder... Ob ich da wieder zu großzügig war. Scheiße. Ob ich da wieder zu großzügig war mit den... Oh Mann, was ist das denn jetzt schon wieder? Mit den Herzen. Oh, Moment, Moment. Zack. Ja. Ja, ja, okay, okay, okay. Wir haben beide, oder? Kann das sein? Ja. Alles klar, sehr nice. Schön, Link. Und da ist der erste Feuerwächter down. Ich konnte da nichts gegen machen, Mann. Ich habe da instant in seine Richtung geschaut und versucht, mein Schild zu benutzen. Aber es war einfach scheiße gerade. Mega unfair. Komm, mach das Ding auf. Ganons Feuerfluch. Ah, okay, es kommt kein Leune. Aber dafür der Feuerfluch. Ja, okay. Ja, erster Schmetterangriff. Easy. Wie viel... Wie wenig Damage bekommt er denn bitte? Ah! Ich glaube, das war auch einer der krassesten, ne? Toll. Ja, ja, das gefällt mir. Das gefällt mir. Das kannst du gerne öfters machen. Ja, okay. Das reicht uns erstmal. Aua. Super. Jetzt macht er den Quatsch wieder. Diese Attacke habe ich ja mega gehasst im Fight gegen ihn, ne?
Naja. Ja, okay. Okay, nice. Also es wird auf jeden Fall knapp. So oder so wird's sehr knapp. Ja, schön. Und wir benutzen hier den Eisstab. Und dann haben wir, glaube ich, schon den nächsten raus. Ja. Nächster Schmetterangriff ist raus. Sehr schön. Und ein Spezialangriff dürfte eigentlich gleich auch drin sein. Ja, entspann dich mal. Ja, schön, schön, schön. Ja, komm, Eis. Eismodul. Eisstab. Und nächster Schmetterangriff. Ja, easy. Jetzt läuft's gut. Jetzt läuft's sehr gut. Aber das heißt nicht, dass ich das ändern muss. Hier, frisst das. Und frisst nochmal. Und dann haben wir noch nicht mal... Ja, wir haben noch nicht mal einen Spezialangriff benötigt. Alles klar. Das ist echt sehr gut gelaufen. Also... Ich muss sagen, nach dem ersten Gegner, ich weiß jetzt gar nicht mehr, welcher das war. Boah, ich weiß es echt nicht mehr. Ich würde ganz gerne kurz auf die Karte dann schauen. Da steht das ja immer bei. Beziehungsweise es wird mit Bildchen angezeigt, welche Gegner auf einen warten in der Mission. Ja, wer war's? Ja, komm, mach hinne. So. Hä? Okay, ich kann's nicht erkennen. Ich kann's absolut nicht erkennen. War es ein Feuer-Hinox? Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall nach dem ersten Fight, den wir hatten, nach dem ersten Gegner, war ich schon so, ja, wird das vielleicht nichts, weil da hatte ich ja schon einige Herzen verloren. Und diese schweren Trainings, die sind ja tatsächlich schwer. Und da kann man eigentlich schon sehen, wenn man da viele Herzen am Anfang direkt verloren hat, dann kann es sein, dass das nichts wird. Da kann ich mir jetzt auch wieder vorstellen, dass es richtig ätzend wird. Nun gut, irgendwann muss es gemacht werden. Ich würde einfach gerne jetzt nochmal ein paar Nebenquests geschafft bekommen. Genau. Gut, dann schauen wir mal rein. Sidon, doch, okay. Warum brauchst du Eskorte? Kannst du das nicht selber? Na gut. Wobei ich tatsächlich auch sagen würde, dass Zelda keine Eskorte braucht, aber trotzdem sollen wir andauernd bei ihr sein. Mhm.
Ja, wir machen ihn aber echt gut Damage, ne? Ja. Das stimmt wohl. Aua. Ich dachte, er benutzt eine Spezialattacke, deswegen wollte ich ein Modul benutzen. Ah, jetzt ist es soweit. Ja, super. Ah, Mann, ey, diese scheiß Pyromagus-Drecksäcke. Komm, halt mal kurz still. Ich möchte einfach ein paar verpassen. Und jetzt haben wir es. Okay, sehr schön. Schön weit weggehen und dann trifft man diese Drecksäcke auch. Hängt er sich auch an einem Bocklin auf oder wie ist das bei ihm? Geht er auch so weiter? Scheint so, als müsste man hier wirklich alle Gegner besiegen. Deswegen machen wir das. Dann geht's weiter. Oder? Oh. Ist das nervig. Mach das einen scheiß Bockblin weg. Los. Oh, hier sind Kisten. Hier sollten wir uns auf jeden Fall Proviant dann noch mitnehmen. Ist kein Proviant drin? Okay. Na gut. 50 Rubine, besser als nix. Wird man nicht mehr gestunt durch Elektroangriffe oder nur durch starke Elektroangriffe? Ah, weg da. Ich glaube, dadurch wird man auf jeden Fall gestunt. Okay. Baller ist weg. Und gönn dir. Was war da jetzt drinne? Rubine? Eigentlich wurde ich getroffen, aber ich bin so knapp ausgewichen, dass das sogar als Attackenhagel gezählt hat. Okay. Gut. Der weg. Ist er noch ein starker Gegner? Nö. Nur noch diese Affen hier. Aber es wird wieder nachgeliefert. Sinon ist schon vorausgegangen, oder wie? Ja. Kloppen wir mal hier eine Spezialattacke raus. Den ganzen kleinen Viecher schon mal weg. Und er müsste jetzt auch direkt weg sein. Ja, so ist es. Down. Und ich habe eben... da habe ich jetzt schon wieder nichts zugesagt, ne? Ich wollte eigentlich was zu der Musik sagen, eben in der Hauptmission, ganz am Anfang. Das war ziemlich cool. Da gab es nämlich, oder? Irgendwie kommt mir das bekannt vor, was ich jetzt sagen möchte. Da gab es nämlich immer mal wieder diese, diese paar Töne aus dem... Hyrule Field heißt es, glaube ich. Aus einem ganz alten Zelda. Wird auch immer wieder in Zelda-Spielen benutzt. Also ist ganz bekannt, der, diese Melodie. Ja, fand ich auf jeden Fall nice, wie diese Akzente da reingebracht wurden. In dieses Battle-Theme. Battle-Theme. Oh Mann, ey. Ich kann jetzt schon nicht mehr reden. Einen ganzen Tag irgendwie schon nicht. Irgendwie ganz komisch heute. Oh Mann. Kann vielleicht sein, dass ich wieder krank werde. Hab ich echt keinen Bock drauf, muss ich sagen. Gar nicht. Gar keinen Bock. Hä? Ich dachte schon, ich hätte keine Spezialattacke, weil ich habe das hier schon seit Ewigkeiten gedrückt. Und es ist einfach nichts passiert.
Okay. Du bist down. Da sind beide down. Auch der Elektro-Pyromagus? Ja, tatsächlich. Ein Blitzleune wurde gesichtet, ja. Musste ja so kommen. Musste ja so kommen. Ah, okay. Entspann dich mal. Gibt's hier Proviant? Haben wir Proviant? Wir haben Proviant. Zumindest das. Okay. Nice. Schön das reingedrückt. Ich habe eigentlich Stasis benutzt. Aber gut, dann halt nicht. Feuer. Und erster Schmetterangriff. Zack. Ja, fast. Wenigstens wurden wir nicht getroffen. Und schon wieder ein Attackenhagel. Also, gerade läuft. Nice, Link. Schönes Ding. Ja, ja, okay. Nice. Ich dachte, es zählt nicht mehr, aber doch. Stasis ist raus. Nächster Schmetterangriff ebenfalls. Ich glaube, wir brauchen nur 3 Schmetterangriffe. Deswegen werde ich das jetzt mal so lösen. Ach was. Der ist empfindlich gegenüber Feuer. Okay. Ich dachte, das wäre nur bei Eisgegnern so. Na gut. Nein. Das lässt schön sein. Und da bist du down. Dass er noch seinen Angriff ausführen darf, obwohl ich ihn in Brand gesteckt habe. Also hätte ich nicht Stasis benutzt. Und hätte ich einfach nur den Feuerstab benutzt. Dann hätte er den Angriff, glaube ich, nicht ausgeführt. Aber, pff, na gut. Was soll's. Ja, wieder ganz nice Buffs, aber ich glaube nicht, dass wir das irgendwie irgendwo draufpacken können noch. Ich frag mich auch, wofür diese mysteriösen Steine sind. Weil ich glaube, wir haben die bisher noch kein einziges Mal benötigt, kann das sein? Mann, oh Mann, ey, man schließt eine Mission ab und direkt kommen 50 neue. Ja, wo ist das Zeug hier? Wir wollen nach ganz hinten, 21 Steine. Okay, vielleicht haben wir doch schon welche benutzen müssen. Ich weiß es nicht. Aber 21 hört sich jetzt erstmal nicht so viel an, muss ich sagen. Puh, na gut. Oh, hier können wir auf jeden Fall die Dinger kaufen. Schön. Und kriegen wir auch noch irgendwo die anderen her? Nö. Hm. Schade. Ja, da muss ich wieder richtig viel Offcam machen. Super. Das kriegen wir auch nirgendwo her. Obwohl, doch, hier unten. Hier unten? Puh, ja, okay. Komm, dann machen wir halt das. Wenn wir da schon die Sachen für die Mission kriegen, je mehr wir in diesem Part abschließen, desto besser.
Ich habe auch eben, als ich nochmal, also ganz am Anfang des Parts, als ich in die Mission reingegangen bin, in die Hauptmission mit der Akala-Festung, da stand hier im Loading-Screen, ja, die Akala-Festung ist eine richtig krasse Festung, da stand uneinnehmbar, aber irgendwie wurde sie ja fast eingenommen, deswegen denke ich nicht, dass sie uneinnehmbar ist. Also wären wir nicht gekommen, dann wäre sie auf jeden Fall weg gewesen. Ja, da stand auf jeden Fall, ja, die ist mega krass, die Festung. Und Link, bitte. Ja, toll. Ey, dass der ständig am Rumhampeln ist. So, um mal ausreden zu können. Da stand, die Akala-Festung ist eine richtig krasse Festung, welche den Eckpfeiler zur Region Akala darstellt und dementsprechend auch eine extrem starke Verteidigungslinie ist. Ja, das ist zwar nicht wichtig, nicht großartig. Ihr werdet euch jetzt wahrscheinlich so gedacht haben, okay, warum erzählt er uns das? Weiß ich nicht. Ich fand es einfach nur interessant und ich weiß nicht, ob das im letzten Part, ob ich das da vorgelesen habe oder ob wir das da gesehen haben, keine Ahnung. Deswegen wollte ich es einfach mal erzählen. So. Hä? Die sind doch nicht empfindlich gegenüber Feuer? Zum Teufel. Was war denn bei dem Eisläuen los? Bei dem, Quatsch, bei dem Blitzläuen. Was war da denn dann gerade los? Na gut, also beschweren will ich mich natürlich nicht. Ich nehme das gerne an. Ah, ja, okay. Das zählt noch. Weil die Mission nochmal neu machen zu müssen, hätte ich natürlich auch nicht gewollt. Vor allem, weil wir so kurz vom Ziel standen bei dem Läunen. Und da wäre es echt kacke gewesen, wenn ich das dann nochmal hätte neu machen müssen. So. Bis dann. Ach so. Hä? Zum. Ah, okay. Ich hätte schwören können, dass da eben fünf Truppen stand, aber na gut, vielleicht wurde es auch gerade geupdatet, weil ich nicht schnell genug war oder weil es einen Überraschungseffekt haben sollte. Keine Ahnung. Was auch immer. Ja, schön Risiko gegangen und hat sich ausgezahlt. Hier gegen den Feuermoblin. Und daher bekommen wir die antiken Materialien. Okay. Aber ich weiß nicht, ob sich das auszahlt, ob das reicht mit zwei Wächtern. Ja. Kriegen wir hin. Jawohl, schönes Ding, Link. Und ich krieg's tatsächlich hin. Na, komm. Noch einen Anlauf brauchen will ich jetzt nicht. Deswegen strengen wir uns jetzt mal ein bisschen mehr an. An den ersten Wächtern instant down. Au. Und Bullshit. Und noch ein dritter Wächter. Okay. Aber das ist so eine Drohne. Ach komm, ey. Ich glaube, ich benutze gegen den mal einen Spezialangriff. Oh, holy shit. Was zum Teufel? Wie viel Damage bekommt der denn? Okay. Bis dann. Tschüss. Alter.
Oh shit. Oh! Ach so! Ah, ja, okay. War zu spät. Hm? Ja, ja, zwar nicht getroffen worden, aber auch nicht unbedingt was reißen können. Machen wir hier erstmal die Dinger weg. So, diesmal war ich aber schnell genug. Aber ich krieg trotzdem... Na, doch! Er hat auch einen Schwachpunkt ganz oben. Nice! Ich glaube, die Animation haben wir noch nie gesehen. Besiege die Moldora. Okay. Jetzt auch noch eine Moldora. Na gut. Wir haben eine antike Achse bekommen, die wir für die Mission brauchen, aber... Das reicht nicht. Alles klar. Na gut, was soll's. Dann mache ich das halt off-cam. War auf jeden Fall ein schöner Versuch. Aber dabei bleibt's dann auch schon. So. Ah. Ich hatte gehofft, dass wir zumindest die Hälfte abziehen können, aber... Na gut. Benutzen wir mal einen Spezialangriff. Und Stasis dazu. Okay. Wenigstens einen Schmetterangriff haben wir rausbekommen. Besser als nichts. Jetzt Eis, ne? Kryo-Modul? Nein, Bombenmodul. Doch Kryo-Modul, scheiße. Ja, voll verdient. Na, na, zählt das noch? Ja, zählt noch. Okay. Okay, ja, nice. Stasis kriegen wir auch noch raus. Aber ich glaube... Doch! Tatsächlich! Doch, doch, doch. Okay, okay, nice. Ich dachte, den Schmetterangriff bekomme ich nicht mal raus. Aber da habe ich mich geirrt. Ja, wir haben ja... Ah ne, zwei antike Achsen bekommen. Aber wir brauchen 10 oder was? Oder heißt im Besitz, dass wir jetzt 5 haben? Weil dann könnte es vielleicht reichen, aber ich meine, es kommt immer so eine... Ja, so eine Benachrichtigung, wenn man die, die Mission abschließen kann. Also denke ich nicht, dass wir da das fertig haben. Okay, wenigstens können wir hier oben noch was kaufen. Antike Achsen? Okay, ja gut, dann nehme ich alle. Damit wir einfach welche haben. Wie schmeckt wohl ein Wächter? Ich bin stärker geworden. Ja, du hast auf jeden Fall ziemlich eisenhaltig, der Wächter, ne? Okay. So. Ich glaube, ich aktiviere einfach mal ein bisschen mehr Kram. Gerade Weizen und Fische können wir ja meist kaufen. Okay, der hat nur 3. Ich glaube, wir brauchen aber auch nur 2. Nö. Wie viele brauchen wir denn? Ach so, wir haben von denen wahrscheinlich noch nicht genug. Und ja, jetzt können wir es abschließen. Alles klar. Ich werde mir mehr Mühe geben. Mifa, Spezialangriffsleiste +1 und wir bekommen eine Hose.
Sora Beinschutz. Oh, der sieht ganz geil aus. Ich muss mal schauen, wie dann zu unserem Outfit passt. Ich glaube, in Schwarz könnte sich das echt richtig gut machen. Ich bin noch stärker geworden. Alles klar. Und wir haben 3/4 anscheinend abgeschlossen. Wo ist denn der Stern? Nee, nee. 3/4 haben wir anscheinend doch noch nicht. Moment mal, heißt Abschlussquote 75%? Okay, also ist es tatsächlich alle Probleme müssen wir abschließen. Also wir müssen das ganze Gebiet abschließen. Okay, dann... Ah, dann habe ich das immer falsch verstanden. Anscheinend haben wir... heißt die Zahl, die da steht, doch, wie viel wir abgeschlossen haben und nicht, wie viel wir abschließen müssen, bis wir eine Belohnung bekommen. Okay, ja gut. Dann habe ich das immer ein bisschen... verkackt. Na gut. Was soll's. Ja, nee, in die Schmiedegilde wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich jetzt nochmal ein bisschen nachschauen, ob wir hier noch was kriegen. Und ja, scheint tatsächlich so. Wir bekommen hier noch 10 dieser Forellen, aber anscheinend brauchen wir 20, oder? Ja, wir brauchen 20. Und hier unten gibt's nichts mehr. Da auch nicht. Da gibt's nur noch irgendwelche Missionen. Hier oben. Hier oben wäre noch was. Und das kriegen wir tatsächlich auch im Shop. Aber nur 3. Und wir haben... keine. Wir brauchen 15. Oh Mann. Das kann ich tatsächlich auch nirgendwo in Missionen bekommen. Na, wunderbar. Gut, haben wir hier sonst noch irgendwas? Einfach nur irgendwas. Das brauchen wir halt noch, ne? Die Krog-Samen. Die bekommt man ja in den Hauptmissionen. Okay, da habe ich... Ich habe hier schon einige abgeschlossen. Zu 100%. Oder was heißt einige? 2, glaube ich. Ja, hier das und das nicht. Das vielleicht? Nö. Ja, keine Ahnung. Irgendeins hatte ich, glaube ich, noch abgeschlossen. Mit den Krog-Samen. Nö, anscheinend doch nicht. Na gut. Aber dieses hier in der Mitte habe ich zu 100% abgeschlossen. Und ich denke, ich werde mich dann auch mal daran setzen, die anderen noch fertig zu machen. Ja. Ah, Moment. Ja gut, hier braucht man Rubine. Ich denke, die werde ich dann zum nächsten Part auch dabei haben. Ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal fürs Zusehen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, falls es euch gefallen hat. Auch gerne, falls es euch nicht gefallen hat. Und dann mache ich hier diese Missionen fertig. Löse sie logischerweise erst im nächsten Part ein, klar. Und hole auch die Krog-Samen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis demnächst und ciao.